Ja, hallo und willkommen, Freunde des geflickten Computerschachs und all jene, welche es auch werden wollen, zur Rückpartie ohne Theorie und ohne beste Eingabe. Ich habe den Schachlehrer mal weggelassen, das irritiert einen zu sehr. Da machen die piep, 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 piep. Man wundert sich, was? Was ist los, Und dann führt ihr den Zug gar nicht aus, den man zuletzt gemacht hat. Deswegen mal lieber ohne Schachlehrer und da war es eh schon mal den 5. Dann fängt er an blöd rumzupiepsen. Das wahrscheinlich mal den 5 gestanden, mal den 6. Der MM5. Und jetzt hat der MM5 die weißen Steine. Farbe eine interessante Partie. Verschiedene Rochaden. Der MM5 hat aber offene Linien gehabt. Und Daniel ist Trade auf Angriff gespielt, Königsangriff gespielt. Damit gewonnen. Deswegen los geht's mit Weiß. Mal gucken, was er ohne Theorie spielt, ob er auch D4 zieht. Also den Schachlehrer lasse ich mal wieder weg. Lieber weg. Ich habe mich zwischendurch gewundert, warum. Da waren die Fragezeichen gar nicht mehr da zu sehen, als ich dann geguckt habe. Ja, da warst du sowieso schon pleite. Da hat der MM5 schon mal den 5 angezeigt gehabt. E4, er macht die E4 als erstes, ohne Theorie. Der MM4 hat erst ein D2, D4 gemacht. Ohne Buch. Ich hoffe, na, mal gucken, ich kann mich nicht vorstellen, dass E5 und dann D4, D4, Dame, D4, Springer, C6, Dame, D5. Also das wäre schon etwas merkwürdig. Aber mal gucken, was... Also E5 wäre die logische Antwort. Warum sollte er ohne Buch C5 ziehen? Die wollen ja das Zentrum besetzen. Deswegen wäre es die logische Antwort eigentlich E7, E5. Während meine zum D7, D5. Skandinavisch ohne Buch. Der nimmt er weg. Dame D5, Springer C3, Dame E6. Immer auch noch besser als hier. Als Dame D4, da habe ich auch schon gesehen. Dame D5, Springer C3, Dame D4, die gleiche Show. Bei diesem, wir können keine Theorie geräten, die die mit Weiß auch machen. Mit E4, E5, D4, Dame, D4 steht Dame D4 und Springer C6, Dame D5. Das ist ja so, man Springer, ich gucke das falsche Brett. Springer C3. Dame E6. Ich glaube, das gibt es auch. Was gibt es eigentlich nicht? Mal ganz ehrlich. Sieht aber nicht gut aus, sagen wir es mal so. Weil die Dame den Läufer die Diagonale blockiert. Deswegen ist das eigentlich etwas, was dagegen spricht. Dame E5 Schach wird man vielleicht auch machen können, da kommt Läufer E2, Springer F3, Rochade. Ist ja nicht umsonst, dass Theorie eigentlich Dame A5 ist. Es gibt da Varianten mit Dame A5 und dann Springer C6, mit der Idee Läufer G4, Dame H5. Das gibt es alles. Man muss es halt nur widerlegen können. Und da hapert es halt so ein bisschen bei. Mann. So C7, C5, dann lässt mich wieder einen Zug rüberschubsen, wenn ich denn dazu komme. C4, F7. Dudel. Das. Hallo Steffen. Mephisto Venko, dass man nicht immer das gleiche schreibt, zieht. Läufer C4 schlägt F7, Dong Dong. Springer F6. Ja, die Dame ist ein bisschen schlecht postiert. Aber Springer B5 wäre, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch. Mach sie Springer A6. Okay, wieder zurückgehen. Zumachen, ausmachen. Los geht's weiter, ihr D4. So, ich hoffe, jetzt kann ich ein bisschen sitzen bleiben. Die Tomatensoße köchelt noch. Muss ich dann nachher noch passieren? Die ganze Show. Da ich mir extra so Tomatensaft geholt, so einen scharfen Tomatensaft. Ich glaube, statt Wasser habe ich dann diesen Tomatensaft reingemacht. In die Tomatensoße. Zwiebel anschwitzen, Tomatenwürfel dazu, tomatisiert. Das Zwiebel anschwitzen, Knoblauch dazu. Ne, dann tomatisiert, dann die Tomatenwürfel dazu. Basilikum dazu gemacht, Basilikumblätter. Diese Tomatensoße. Und das klingt so ein bisschen sizilianisch, aber ein sehr schlechter Sizilianer für Schwarz. Weil im Endeffekt muss die Dame jetzt nochmal ziehen. Und dann hat man quasi einen Sizilianer mit einem Tempo weniger. Also ist C5, D4 schlägt, erinnert daran an Sizilianisch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es einen Sizilianer gibt, wo die D-Linie offen ist. Das wüsste ich nicht.
Bleibt einfach probieren. Was wir machen? E2B5, natürlich wird auch hier jedes Schach gegeben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Weiß ich, warum die so eine Affinität für Schachgebote haben, diese Teile. Der, gegen den ich gestern gespielt habe, im Mannschaftskampf, der hat alle Abtäusche gemacht, die er kriegen konnte, alles mitgemacht. Ich glaube, der war wohl irgendwie der Meinung, denken wir überflüssig. Ach, ich bin so gut, ich muss nichts denken. So nach dem Motto, und dann hat er immer sofort gezogen. Das hat fast gefühlt sofort. Ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe es aber nicht stundenlang überlegt. Ich habe einfach auf die Fehler gewartet und die kamen ja dann. Dass sobald man dann irgendwie was Unerwartetes kommt, dann geht das häufig sehr schnell. Wenn also Gegenzüge kommen, mit denen die nicht gerechnet haben, dann geht das so rapide dem Ende entgegen. Ich glaube, es kommt auf Läufer B5, kommt Springer D schlägt B5. Und dann hat er auch nicht so die große Auswahl, wo der jetzt hinkam mit der Dame. Die muss ja C7 decken. Ja gut, Dame A5 würde gehen, aber er kommt ja... Geht da überhaupt? War B4, Dame B4, würde er der Springer auf C3. Deswegen ist das ja nicht so machbar. Dachte mir, das wäre mal interessant, mal die ohne Theorie spielen zu lassen. Da kommt es quasi nicht auf das Buch an, sondern wie die Eröffnung so spielen. Für Schwarz war es semi-gut, aber immer noch besser als diese ganz alten Geräte ohne Theorie. Aber was willst du erwarten? 2 Kilowatt Programm. Dass die überhaupt die regeln können. Wo das gab ja Geräte, ist ja ganz, aus ganz alten Tagen, die konnten ja gar nicht alle regeln. Das E4, E5, Läufer C4, meinetwegen Springer F6, Dame D1, F7, schlägt matt. Da haben die aufgegeben. Ja, okay. Das wird schon passen. Die haben sich quasi darauf verlassen, dass man auch richtige Züge macht. Die haben das gar nicht reklamiert. Tja, Weiß ist komplett entwickelt. Schwarz nicht so sehr. Alleine deswegen zeigt es ja schon, dass was verkehrt gelaufen ist. Läufer D7 schlägt. Natürlich tauscht man dann die Puppen weg. Das ist ja ganz klar. Ist mir nicht so ersichtlich, warum man das macht. Wenn ich ehrlich bin. Warum rochiert man nicht einfach? Weil das Problem ist, jetzt kann Schwarz den Springer entwickeln, während Weiß den Läufer ein zweites Mal zieht. Und hat dann nur noch in Anführungszeichen das Problem des Läufers. Auf F8. Weil wegen E6 Läufer raus irgendwie sowas. Hast du dich doch nie gemacht. Lass doch stehen. Soll er doch nehmen, wenn er Lust hat. Oder hat befürchtet, dass hier Springer C6 kommt. Und dann kann man den Läufer nicht mal so ohne weiteres tauschen. Springer B5. Die lassen sich aber auch sehr gerne ablenken von 1000 Sachen. Bis sie dann irgendwann in eine Pötte kommt, zu sagen, okay, jetzt könnte ich mal rochieren. Schlimmsten ist, wenn die auf Damenflügel Bauernklau machen. Dame B3, Dame B7 und all so eine Schoten. Ich dachte mir irgendwie, das sind ja... wie heißen diese Regeln nochmal? Die goldenen Regeln. Zentrum besetzen, Springer vor Läufer, Figuren entwickeln, rochieren. Die Dame nicht so gefährlich rausziehen, natürlich nicht spazieren mit der Dame. Türme auf die offene Linien, das sind so die goldenen Regeln. Und da verstoßen die ja schon da mit Dame B3, Dame B7. Das verstößt ja schon gegen die goldene Regel zu rochieren. Also ich zum Beispiel versuche mich in meinen Partien, ich habe ja lange pausiert, ich bin ja eh nicht so der beste Spieler, mich quasi an die goldenen Regeln zu halten. Deswegen habe ich auch in der Partie, die ich Sonntag gespielt habe, das war zwar nicht der beste Gegner, aber trotzdem. Zentrum besetzen, Figuren entwickeln, rochieren. Türme auf die offene Linien. Das war meine Marschrichtung. Und dann kam es halt später dazu, dass ich das Spiel mit D5 öffnen könnte und dann kam diese Verwicklung mit Qualitätsgewinn. Aber da habe ich mich erstmal dran gehalten. Und so als Warm-up-Gegner sind die ganz gut, diese schwachen Gegner, weil... die spielen nicht so das Aktivste. Das sind quasi dankbare Gegner. Wenn man das so nennen kann. Dame D5 schlägt... Das heißt, die manövrieren positionell sehr viel rum, ohne aber wirklich was zu drohen. Während man selber sein eigenes Spiel machen kann. Die wollen da quasi kontern. Aber das Problem ist ja, dass ihre Spielstärke halt nicht so hoch ist. Deswegen sind es eigentlich eher so, man könnte beinahe schon sagen, minderwertige Konter, die dann versuchen. Und das ist das Problem. Ich frage mich gerade, ob hier Dame C4... Droht der Springerschach. Was macht er darauf? Läufer D6 und dann Springer D6, Dame D6, Turm D1.
Dame nach C8. Ja, das Problem ist jetzt, nach Springerschach zieht der König D8. Und dann ist der Springer selber gefesselt, sodass es gar nicht droht hier mit den Qualitätsgeben. Vielleicht trotzdem Springerschach, König D8, aber was dann? Große Rochade vielleicht? Da ist der Springer ja gefesselt. Irgendwie sowas in der Art. C4, C8, A8, C8, E1, C1, A7, A6 und so weiter. Das ist eine Bewertung, 0,23. Ich hätte eher gedacht, Springerschach und dann groß rochieren. Wohl bringt ja auch nichts, weil Kommt damit C7 schlägt. Und dann König schlägt C7. Was, das, was überlege ich da für Quatsch? Der Springer ist ja gefesselt, nicht der geschlagen werden kann ja trotzdem. Springer macht trotzdem Springerschach. Okay, Läufer E4 kommt ja E5. Kommt der Läufer E5 schlägt? Springer E5 schlägt große Hochrade Schach oder was hat er vor hier? E3, G5, jetzt kommen schon wieder diese dämlichen Schachgebote. WTF. Warum gibt er immer so minder bemittelte Schachgebote hier? Das ist eine 30-Minuten-Partie, das ist keine 2-Minuten-Blitzpartie. Nachdem wieder sein dämliches Schach. Das habe ich gegen den sowas ähnliches. Habe ich gegen den Super-Expert auch gesehen. Super-Expert greift eine Figur an. Läufer B5, Schach C6. Zwei Puppen angegriffen. So ist das gleiche hier ungefähr. Er greift ja den Springer an. Er gibt Läuferschach, er macht F6 und greift zwei Figuren an. Was ist das denn für ein Zeug? Das ist ja, wie gesagt, das ist ja keine 2-Minuten-Blitzpartie. Ach, Springer E6 gibt Schach. Achtung, Lippo, dein Gehirn. Doodle-doodle-doodle. Und jetzt kann er die Damen tauschen und dann Springer einfach Schläg machen. Das hat der Lippo nicht gesehen. Man kann es auch nicht recht verstehen. Man spielt einen Mannschaftskampf und fühlt sich danach schon nicht mehr so richtig gut. Meine Güte, das ist auch blöd. Wie der immer ankommt. Oh, kann ich mal überfallen? Das Gefühl ist das wirklich wie Arbeiten. Dass dann ständig die Sonntage die Verpflichtung hast, zum Mannschaftskampf zu kommen. Arbeiten muss aber nicht werden, meist aber trotzdem den Mannschaftskampf, dass ich da anrufe und dann sage, okay, ich spiele dann. Ich weiß es aber noch nicht. Teil 3,5 aus 4. Das wird als Gesamtturnier gewertet. Aber welche schlechte Wertung willst du rausfallen lassen? Die haben alle so eine miese Wertung. Sonst könnte man sagen, dass man beim gesunden Elo-Schnitt, dass dann die schlechteste Wertung rausfällt. Also es ist alle so schlecht. Alle 1290 Schnitt. Ich hoffe, dass ich nicht so viele Punkte verliere, weil Punkte gewinnen ist wohl nicht drin. Was ja dauernd ankommen. Dann sagst du, erst kommen sie an. Kann ich den Sonntag spielen? Da weiß ich noch nicht, ich muss immer überlegen. Und dann nach dem Mannschaftskampf, nach der Partie, kommen sie nochmal an. Ja, ich kann nicht immer überfallen. Wie, als hätten die irgendwie. Wir hatten den Gedächtnisschwund und die haben gedacht, ich hätte meine Meinung dadurch, dass ich jetzt gewonnen habe, geändert. Oh, ich kann dich nur mal was fragen, kannst du jetzt Sonntag spielen? War natürlich stinkig, ich überlege mir das noch. Ist jetzt passiert schon der Gegenzug gekommen? Ach Mann, was ist denn los hier? Mir doch egal. Was soll ich denn daran ändern oder nicht ändern? In diesen fantastischen News, die haben immer schön den Tag versauen. Springer C2 E1. Irgendwas passiert hier? Den Schachlehrer habe ich doch ausgeschaltet. Also der hat nichts mehr zu Kunst zu tun. Der hat doch irgendwas gepiepst. Ach, er ist noch dran hier. Ach man, das Telefon war es nur. Ja, sieht nicht so gut aus für Schwarz. Ja gut, dann wird es trotzdem hier. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt matt sind. Das ist halt, er hängt das Schachgebot und Schlagzüge hinten dran. Das ist das, weshalb er, der Unterschied zwar zwischen MM5 und MM4. Ich meine, es gibt noch ein Gerät, das macht das. Ist das der Mega 4 oder sowas? Bei dem es optional ist, man kann es dazu schalten, dass er dann Schlag- und Schachzüge dranhängt. Das ist quasi, meinetwegen 7,5 Züge Rechentiefe. Und normalerweise würde er abbrechen. Und dann macht er halt, dann sieht er, ich habe noch meinetwegen zwei Schachgebote, ich habe ein Schachgebot, der König hat nur einen einzigen Zug.
da ich eine Figur nicht geschlagen, er hat nur einen einzigen Zug, das hängt er dann hinten dran. Da kann man das aber optionaler zuschlagen. Ich meine, das ist der Unterschied hier, dass er das hier ja, komplett macht. Springer G5 Schach. König F6. Ja, kommt zwar raus mit dem König, aber das Problem ist jetzt bei der Sache, ja, vielleicht Dame E6 Schach, Springer G, König G5 steht. Wow, wie das matt, mal nachgucken. Matt in 5. Das ist doch mal eine schöne Partie. Damit gewinnt der MF5 2:0. Das ist ja interessant. Komm ich im H4 Schach oder sowas. E6, ach F2, ich dachte schon. Da wurde Dame. Der hat erst drin gehabt hier Dame E4. Sieht da sein Untergang auch schon kommen hier? Minus 0, minus 1,52. Minus 0,28, minus 1,52. Das sieht er noch gar nicht. G5, F4. Und jetzt sieht er bestimmt, dass er matt wird. Und dann können wir das matt auch zeigen lassen. Jetzt können wir nicht hier. Too late for resignation. Bauer G3 Schach. Also für mich ist das noch gar nicht so offensichtlich hier, das Ganze. Aber wahrscheinlich wird hier folgen Dame E3 Schach, König G2 und danach dann hier, jetzt können wir vorstellen, große Rochade. Und dann droht ja schon das Dame E4. Ist das matt? Das ist ja mal ein cooles Mattbild. Wow. Dame D5 Schach matt. Können wir gucken, welche Züge, wie viele Züge das waren. Das ist auf B2, Info, B2. Da ist es nicht, auf C3. 24 Züge. Wow. So eingetütet. Ja, damit gewinnt der MM5 2:0 diese Geschichte. Und wie gesagt, ich habe den Schachlehrer mal weggelassen. Das hat mich nur irritiert. Dann piepst er viermal, ich weiß gar nicht warum. Führt den Zug aber auch gar nicht aus. Also piepst nicht viermal, sagt schlechter Zug, sondern... Ja, dann irgendwie wird der Zug da nicht ausgeführt oder sowas in der Art. Und das hat mich doch zu sehr irritiert. Da war aber trotzdem, der MF5 hat auch da schon mal den 5 angesagt gehabt. Also ohne Theorie spielt der MF5 wohl besser. Womit ich mich dann bedanke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.